Porsche-Fahrer rast sich zwischen zwei Straßenbahnen fest. Laut Polizei habe der 66 Jahre alte Mann seinen Porsche Cayenne durch ein leichtsinniges Überholmanöver auf der Relaisstraße in Mannheim-Rheinau zwischen die beiden Trams manövriert und dort festgefahren. Die Straßenbahn wurde aus der Fahrbahn gehoben und musste dann aufwendig wieder ins Gleisbett gesetzt werden. Außerdem wurde natürlich auch der Fahrbahnbelag beschädigt. Der 66-Jährige und ein Beifahrer konnten den geschrotteten Porsche unverletzt verlassen. Einer der beiden Straßenbahnführer brach sich ein Handgelenk. Den Schaden an Bahnen und Oberleitung schätzt die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag, den am Wagen auf rund 20.000 Euro. Die Straßenbahnlinie 1 war am Unfallort für rund 4 Stunden lahmgelegt. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wurden aufgenommen.